Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallöche Popöche. Guten Tag. Oder heftiges, auch einen wunderschönen guten Tag. Heftiges Thema heute, Maya, oder? Ja, ist es nicht toll, dass ich jetzt... guck mal, das passt doch eigentlich hier mit meiner Einleitung, Hallöche Popöche. Ja, ich dachte, du bist hier schon irgendwie dabei, dich so emotional darauf vorzubereiten. Nee, gar nicht. Ah, herrlich. Ja, es ist ein sehr heftiges Thema, finde ich, auf jeden Fall. Und ich muss euch dazu sagen, liebe Oh-Baby-Hörer, Maya kennt diese WhatsApp-Nachricht noch nicht. Ich habe ihr nur gesagt, wir machen einen Quickie zum Thema Stripe-On und wir haben eine richtig gute Nachricht dazu bekommen. Und deswegen meine Frage jetzt an dich, Maya. Magst du mal lesen? Ja, komm, her damit. Geh mal her. Okay. Georg, 36 Jahre alt. Oder auch nicht alt. Also er ist 36, so. Guten Morgen, ich sende mal keine Sprachnachricht, da meine Stimme nicht die erotischste ist. Ja, oder er sich nicht traut. Meine Frau und ich stehen total auf Sex mit einem Strap-on. Heißt das nicht Strap-on? Heißt das Strap-on? Ich glaube, wir haben es die ganze Zeit falsch gesagt. Das ist ein Strap-on. Das merkt man schon, was wir keine Ahnung haben. Strap-on. Okay. Strap-on. Alles klar. Fuck. Also, auf jeden Fall haben sie Sex mit einem Strap-on, okay? So far, so good. Es ist einfach ein geiles Rollenspiel, wobei die Rollen komplett getauscht werden. Die Frau schlüpft dabei in die Rolle des Mannes und ist der aktive Ficker. Schön, wie er das sagt. Die Frau muss den Körper des Mannes lesen, ob sie sanft oder härter und schneller zu... Entschuldigung, ich muss nochmal. Maya, reiß dich zusammen jetzt. Oh Mann, wie unangenehm. Also, okay, nochmal. Die Frau muss den Körper... Läuft richtig gut, wenn ich lese. Die Frau muss den Körper des Mannes lesen, ob sie sanft oder härter und schneller zu stößen und... Ich mach das jetzt. Okay, ich hab Schweißausbrüche ohne Scheiß. Okay. Also, die Frau muss den Körper des Mannes lesen, ob sie sanft oder härter und schneller zustoßen kann oder sogar soll. Und der Mann, der sonst der Dominante ist, muss sich mal unterwerfen und genießen, wie die Frau ihn dominiert. Das klingt echt gut. Das absolute Highlight ist dabei der Orgasmus des Mannes. Durch die Prostata-Stimulation ist es ein Orgasmus, der durch den ganzen Körper geht und multiple Orgasmen ermöglicht. Krass. Meine Frau und ich haben uns langsam an das Thema rangetastet. Erst Finger in den Arsch beim Oralsex, dann irgendwann mit der Zunge den Analbereich verwöhnen, wobei das auch sehr erregend ist, da dort viele Nerven zusammenlaufen. Das gehört bei uns beim Blasen und Lecken einfach schon dazu. Irgendwann bat ich meine Frau, mich mal mit einem Strap-on zu ficken. Was sie natürlich sehr zaghaft machte, aber doch dabei sehr erregte, da sie sah, wie ich dabei abging. Mit jedem Male traute sie sich mehr. Also ich finde es gerade total spannend. Ja, es ist so eine richtig schöne Geschichte, die er da geschrieben hat, oder? Ja, voll. Mhm. Ich finde es auch total spannend, also wirklich genau das eben, mal einen Mann beim Orgasmus auf diese Art und Weise zu erleben. Also, weiter multiple, im Text. Weißt du, dann könnten wir endlich mal die Männer multiple kommen lassen. So, also finde ich auch cool. Absolut. Ja, also, nun sind wir an dem Punkt, dass sie mir morgens eine Nachricht schreibt, dass sie mich mit einem Strap-on ficken will und wir beide den ganzen Tag dann enorm geil sind. Wenn sie sich abends dann das Harness... Was? Das Harness? Okay, another word. Harness. Wahrscheinlich ist es dieses Gürtelteil da. Ja, wahrscheinlich. Also das hat wahrscheinlich durchaus auch mehrere Wörter. Vielleicht sind das ja auch verschiedene Modelle. Keine Ahnung. Also, wenn sie sich abends dann das Harness anzieht und den Dildo oder Vibrator befestigt, kann ich an ihrem gierigen Blick erkennen, dass es ordentlich wild wird.
Das ist mega. Beim letzten Mal hat sie mich so geil genommen, dass ich meine Beine um sie legte, damit sie mich noch tiefer und härter fickt. Als sie dann in der Missionarstellung komplett auf mir lag und mich fickte, war es mega intensiv. Als sie wieder hochkam, sahen wir, dass unsere Bäuche voll Sperma waren, da ich dabei über die Prostata gekommen bin. Was? Und dabei der Schwanz nicht einmal steif. Was? Was? Mhm. Danach fickte sie mich kniend weiter und wichste meinen Penis steif, bis ich dann nochmal richtig abspritzte. Leck mich am Arsch. Ja, meine Freude ist wirklich danach immer K.O. Was? Wen wundert's? Aber auch total nass zwischen den Beinen. Natürlich bleibt sie danach nicht unbefriedigt. Mir wird gerade schwindelig. Die ersten Male hatte sie die nächsten Tage immer Muskelkater im Arsch und an den Oberschenkeln und musste zugeben, dass es für den Mann schon anstrengend sein muss, aktiv zu ficken, zum Beispiel im Doggy-Style. Safe, klar. Ich glaube, dass die meisten Männer sich nicht trauen oder Angst davor haben, weil es schwul wirken könnte. Damit hat es aber überhaupt nichts zu tun. Ich brauche dabei schon die zarte Haut der Frau, den Geruch, die sanften Lippen, oben und unten natürlich, geile Titten und alles, was eine Frau sonst noch so hat. Wir können das absolut empfehlen. Boah, ist das ist ja also, puh. Was geht denn bei den beiden ab? Also ich glaube, das ist so Life-Goal. Alter, also ich finde es krass, dass er das, dass er es mit sich machen lässt, aber es kam ja von ihm aus. Er wollte das machen. Ich wollte dich gerade fragen, erste Frage, wie würdest du reagieren, wenn dein Freund herkommt und sagen, hey, ich habe mir einen Strap-on gekauft und ich hätte Bock drauf, dass du es mir damit besorgst. Ich fange mal damit an, dass ich ja, gerade wenn wir als so ein bisschen plänkeln und Spaß haben und so ein bisschen Späßle machen, sagen wir, ich gehe oftmals gerne von hinten an ihn ran und mache so, als würde ich ihn von hinten ficken, so andocken, hahaha, ne, also angezogen und so weiter. Aber ich hätte große, große Lust, ihn mal richtig zu ficken. Auch so, wie es jetzt hier in dieser WhatsApp-Mail steht. Also, dass ich einfach mal was in meinen Freund reinsteche. Aber, und jetzt, das ist halt so eine Sache in meinem Kopf, verstehst du? Aber ich weiß nicht, wie ich jetzt es finden würde, wenn mein Freund sagt, Strap-on habe ich bestellt. Also wirklich ihn damit zu ficken, glaube ich, nee, da fehlt mir der Mut. Das ist eigentlich schon fast schon gemein, wenn dein Partner sowas eigentlich gerne möchte und du ihm das verweigerst, weil es dir so suspekt ist, weil tatsächlich bei mir auch so ein bisschen mitwirkt, so wie er das auch schreibt, dass ich schon die Befürchtung hätte, dass mein Freund dann schwul wird. Klingt das jetzt arg? Ich finde, ich klinge gerade ganz furchtbar. Ich klinge gerade total homophob. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber mir geht's genauso. Ich dachte mir auch, ich finde es so cool, dass die beiden das machen und dass die da über ihren Schatten gesprungen sind und sagen, hey, wir haben es einfach mal ausprobiert. Und er hat dadurch ja einfach ein ganz anderes Universum entdeckt, würde ich mal sagen. Also er hat halt Prostata-Orgasmen, kann als Mann multiple Orgasmen haben. Und ich finde es extrem gut von den beiden, dass sie das einfach mal getan haben. Aber auch ich habe da echt so eine Hemmung in mir, wo ich mir dann denke, also ich sag's mal so, ich hatte mal einen Ex-Freund und der fand's geil, wenn man ihm den Finger in den Arsch geschoben hat beim Sex. Und war das schlimm für dich, oder? Oh, ich fand's eklig. Ganz ehrlich. Ich wollte mal... Ich hatte einfach keinen Bock darauf, meinen Finger in seinen Arsch reinzuschieben. Also vielleicht, wenn er da vorne Analdusche gemacht hätte oder so, aber gedacht, für Teufel, ey. Also meinen Arsch an meinem Finger zu haben, ich könnte mir auch niemals vorstellen, ein Arschloch zu lecken. Das ist einfach, es reizt mich halt 0,0. Finde ich null erotisch, finde ich einfach ekelhaft, ja. Sorry, aber deswegen verstehe ich es auch ehrlich gesagt nicht so wirklich, warum Männer da drauf so geil sind. Also ich weiß, okay, das ist vielleicht enger, das heißt vielleicht ist es enger und so, aber was ist daran so erregend, deinen Schwanz in was reinzustecken, womit du kackst? Ja, also das ist... Ja, aber ich glaube, es ist halt das mega, mega Erlebnis, also es ist halt so krass eng und fühlt sich wahrscheinlich super geil an für den Schwanz, aber ich könnte es nicht, also ich könnte mit keinem Körperteil von mir, vor allem auch
Gottes Willen, nicht mit der Nase. Aber guck mal, jetzt komme ich mir auch übelst verklemmt und spießig vor. Ich finde es cool, dass die beiden das machen. Ich sag ja, Pionierspärchen eigentlich, ne, was Sex ja, angeht. Das voll. Ist schon echt Hut ab. Also toll, wirklich. Aber wenn ich das meinem Mann vorschlagen würde, wenn ich sagen würde, du, wir besorgen uns einen Stripe-on, Strap-on. Also ihr habt noch keinen, höre ich kann's da ja nicht mal, kann's ja nicht mal, oh Wunder, wir haben noch keinen. Ich kann es ja nicht mal aussprechen. Mit 100.000 Dildos. Ja, ganz genau. Ich meine, ich könnte ihm auch mal ein Dildo reinschieben, aber das würde er auch, da ich glaube auch, dass er da so eine krasse Abneigung dagegen hat, wo ich mir auch denke, da wäre es cool, wenn er ein bisschen lockerer mit umgehen würde. Also wenn er zu mir sagen würde, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren mit einem Dildo, das könnte ich mir schon eher vorstellen, weil es ist halt jetzt nicht irgendwie mein Finger oder meine Zunge. Aber es wäre eben so, es wären halt so vertauschte Rollen. Und ich bin schon so lange in diesem Rollensex drin, so Mann und Frau und der Mann schiebt der Frau was rein, dass ich nicht weiß, also im Moment habe ich nicht das Bedürfnis, das auszuprobieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, verstehe es. Also ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht dramatisch. Ich hatte das auch schon, dass ich dem Sexpartner den Finger hinten reingeschoben habe. Hast du getan? Also nicht komplett. Hat er gewollt komplett. Oder was? So ja, krass. Ja, also er fand das schon gut. Aber also ich finde es jetzt, also hat mich jetzt nicht angewidert oder so, vor allem nicht, also während dem Sex ist halt Sex, ja, irgendwie so, da werden halt verschiedene Öffnungen benutzt. gefüllt. Aber gefüllt, gestopft. Nee, es fand ich jetzt nicht so schlimm, also du darfst halt keine langen Nägel dabei haben, ne? Das ist, da kommt dann auch mal dazu, das kann ja auch so schmerzhaft werden. Aber also ich bin davon überzeugt, und das ist ja auch Tatsache, dass hinten, wie er selbst auch schreibt, ganz viele Nerven eben zusammenlaufen. Das ist ja jetzt nichts Neues. Absolut. Dass es durchaus auch geil sein kann. Ich, wie gesagt, ich stehe ja auch drauf, ne? Also wahrscheinlich, ich würde es ihm zuliebe schon machen, aber seine Reaktion war ziemlich eindeutig, als ich das gesagt habe, dass die nächste Folge über Strap-on, habe ich ja damals noch gesagt, nicht Strap-on, der war, hau ab! So, das war so seine Reaktion. Ja. Also ja, nehmen wir, aber, das wird bei uns jetzt nicht unbedingt. Und das kenne ich aber auch von all meinen Ex-Freunden und jetzt auch von meinem Mann, dass die da ganz krass drauf reagieren, wirklich so, geh mir weg damit, boah, was die sehen ja auch widerlich. Krass aus, muss man sagen. Ach komm, ja, meine Güte, ich meine, sowas schieben wir uns auch in die Muschi, also es ist halt ein Gummipenis. Aber ich finde schon, dass die meisten Männer da extrem krass und ich finde auch übertrieben krass drauf reagieren, wo ich mir oft denke, hey, jetzt entspann ich mal ein bisschen, es ist das doch stimmt. Nicht gleich, du bist doch nicht gleich homosexuell und vor allem, hast du da so eine riesen Angst davor, so... Denken Männer so, oh Gott, wenn ich jetzt einmal diese Tür öffne, wenn ich einmal das Hintertürchen aufmache, dann finde ich das so geil, dass ich das jetzt immer möchte und davor haben sie vielleicht Angst. Meinst du, das könnte ein Thema sein? Ja, also ich glaube, dass viele Männer dann auch nicht wüssten, wie sie sich bezeichnen sollten. Sind sie jetzt homosexuell, weil sie sich draufstehen? Ach, weil Quatsch! Sie sind sie ja nicht. Also das ist ja, aber man muss auch fairerweise sagen, es ist halt Sex. So, und beim Sex gibt es Dinge, die mag ich. Und es gibt Dinge, die mag ich nicht oder möchte ich auch nicht ausprobieren. Und das ist jeder Frau gestattet, zu sagen, nee, ich möchte keinen Analsex, das will ich gar nicht erst ausprobieren, ist okay. Genauso wie Männer. Also von dem her, also entweder man ist dafür für sich selbst offen oder nicht. Aber was ich finde, es sollte wirklich jeder offen damit umgehen können, dass es eben Männer gibt, die es geil finden, weil es eben auch mit Sicherheit sehr, sehr geil ist, wie man jetzt hier deutlich raushören kann. Und von dem her soll man doch das auch wirklich einfach ausleben lassen. So, wenn jetzt ein Freund halt da drauf steht, ein Kollege vom Kollege, dann ist es halt so, dann ist es doch cool, dass er damit einfach multiple Orgasmen hat, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich dann. Ja, absolut. Und ich würde mir auch wünschen, dass Männer da ein bisschen entspannter mit umgehen. Wir sind im Moment auch auf der Suche noch nach Sprachnachrichten zum Thema Hilft Sex gegen Liebeskummer? Schickt uns dazu eure Meinungen, eure Geschichten, was ihr da so erlebt habt, an das O-Baby-Handy. Die Nummer, die findet ihr wie immer in der Beschreibung zu dieser Folge. Und nächste Woche geht's bei uns um Intimpiercings und Tattoos. Und wir fragen uns, sexy oder... Was davon ist sexy und was würde uns im Bett eher abschrecken? Macht's gut, habt Spaß und kommt doch mal wieder. Oh yeah.